Der sieht auch nicht gut aus. Nee. Die ist schlecht, da ist ein Wurm drin. Meine! Du isst Würmer? Was willst du denn sonst damit machen? Etwa die Fische ködern? Brian, Essen kommen! Okay! Kommst du nicht mit? Nein, geh du ruhig schon vor. Deine Mutter hat was gegen Würmer am Tisch. Guten Appetit! Danke! Da ist überhaupt kein Wurm drin. Buenas tardes, Rackle. Jetzt ist es also passiert. Nach Monaten des Versteckspielens, der Ausreden, der Heimlichkeiten, Alf ist gesehen worden. Er hatte Rackle gegrüßt. Er hat all seine Vorsicht vergessen und sie gegrüßt, als sei sie ein Mitglied der Tanner-Familie. Jetzt flüchten beide, zitternd vor Schreck. Rackle zu ihrem Mann, Alf durch die Hintertür ins Badezimmer der Tanners. Ah, Alarm, Alarm, Außerirdischer im Anflug. Wieso hat er es denn so eilig? Besetzt! Oh, Entschuldigung. Alf weiß doch, dass das keine Toilette ist. Das hoffe ich doch. Alf? Alf! Sag mal, was ist denn los mit dir? Mach die Haustür auf, Willi. Vielleicht erklärt sich dann alles von selbst. Oh, Kate, Willi! Es war entsetzlich! Es war einfach erschreckend! Es hatte eine lange und zwei riesige... Bitte, bitte, nimm dich zusammen, ja? Sie bildet sich irgendwas ein. Ich bilde mir überhaupt nichts ein! Da ist ein Monster los, das sich hier rumtreibt. Ein Monster? Oh, können Sie uns das Monster irgendwie beschreiben? Natürlich, es war hinten in Ihrem Garten. Und ich könnte schwören, ich habe es früher schon mal gesehen. Wie sah dieses Monster denn nun aus? Oh, wie King Kong. Bloß kleiner. Es verschwand hinter eurer Garage. Oh, vielleicht ist es immer noch da. Dann sollten wir doch mal rausgehen und nachsehen. Ja, gut, gut, gut. Gehen Sie bitte vor. Eigentlich bin ich ziemlich sicher, dass da gar nichts ist. So meinen Sie. Dann sagen Sie das diesem Ding lieber selbst. Ich habe es ganz deutlich gesehen. Rackle. Na, das wird sich doch aufklären lassen. Sag doch bitte diesem Ding, dass ich es dringend sprechen möchte. Und während Rackle im Garten versucht, die anderen von der Existenz des furchtbaren Wesens zu überzeugen, verfolgt Alf das Ganze aus sicherer Entfernung. King Kong. Hatte der vielleicht Hut und Mantel an? Die hat's gerade nötig, die aufgeblasene Disco-Torte. Also hier. Ich weiß, es war ganz genau hier. Sehen Sie, es hat Avocados gefressen. Wie rücksichtsvoll, dass es ihn nur angebissen hat. Jeder einzelne. Hier, sehen Sie sich mal diese Zahnabdrücke an. Es sind 4 Zähne. Das war kein Mensch. Deine Mutter hatte auch nur 4 Zähne. Schlechtes Beispiel. Vielleicht war es ein Hund. Kate, es kannte meinen Namen. Möglicherweise war es ein Hund aus der Nachbarschaft. Rackle, Sie wissen, wie sehr uns die Fantasie auf die schlimmsten Streiche spielen kann. Richtig. Ja, vielleicht war es die extra Knoblauchzehe heute Morgen auf deiner Pizza. Du hast die Pizza gegessen. Aber nicht doch, Rackle. Ich will dir doch nur ein bisschen Deckung. Aber ich brauche keine Deckung von dir, denn ich sage die Wahrheit. Na gut. Von mir aus hast du kein Yeti gesehen. Ist mir egal. Ich bin ganz durcheinander, aber er sah aus wie ein kleiner King Kong. Vielleicht war es einer von diesen faltigen Hunden, diese Sharpeis aus China. Die werden immer mit irgendwas anderem verwechselt. Nein, nein, es war etwas völlig anderes. Es sah irgendwie aus wie von einer anderen Welt. Aus dem Fernsehen? Nein!
Es war so ein Wesen wie aus dem Weltall. Willy, Sie haben studiert. Sagen Sie, ob es keine grünen Männchen gibt. Naja, das weiß man nicht mit Sicherheit. Es wäre möglich, dass da mal ganz plötzlich solche Wesen aus einer anderen Welt zu uns kommen könnten. Und dann auch bleiben, sogar sehr lange bleiben, genauer gesagt. Ohne auch nur das Geringste für ihre Mahlzeiten zu bezahlen. Habe ich gehört. Ich gebe auf, ihr spinnt doch alle. Komm, Rachel, wir gehen nach Hause. Nein, nein, das könnte gefährlich sein. Wir müssen die Sicherheitsbehörden informieren. Nein, nein, nicht. Wieso? Das haben sie schon mal gemacht und man würde ihnen wieder nicht glauben. Gut, dann werde ich alle Nachbarn persönlich warnen. Hallo, Mr. Litwa! Mr. Rachel. Litwa, hallo! Rachel. Sehen Sie nicht in den Garten und nicht vor das Haus ein Außerirdischer. Hältst du es für möglich, dass ihr die Litwaks diesen Blödsinn glauben? Kate, die Litwaks glauben auch, dass dick und doof für die Präsidentenwahl aufgestellt werden. Sind Sie weg? Ja. Wo ist der kleine King Kong? Wer setzt eigentlich die Bosheit in die Welt? Ich sehe aus wie ein Apfel. Brian, ich möchte, dass du draußen mal nachsiehst, ob Mrs. Ogmonic irgendwen alarmiert. Du willst, dass ich spioniere? Nein, nein, nein. Ich will nur, dass du rausgehst und dich umsiehst und dich umhörst und feststellst, ob... Ja, geh spionieren. Mach ich. Ich glaube nicht, dass Rackle Ruhe gibt, bevor sie ihren Außerirdischen gefunden hat. Hm. Wir könnten uns irgendein behaartes Tier leihen und in ihren Garten lassen. Definiere bitte behaartes Tier. Eine Ziege. Ein Ameisenbär. Ein Pavian. Oder nein, ein Orang-Utan. Genau. Der ist orange. Ja. Seid ihr farbenblind? Mein Haarkleid ist Sienna-braun. War ja nicht böse gemeint. Reg dich nicht auf. Ich bin die Ruhe selbst, du unbehaarter, blassrosa Vorstädter. Da sind ein Haufen Leute bei Mrs. Ogmonic. Oh nein. Keine Aufregung, keine Aufregung. In der Zwischenzeit aber bleibst du drin und verhältst dich ruhig. Wie definierst du Zwischenzeit? Solange es eben dauert. Dann definiere bitte, wie lange es dauert. Solange, bis Rackle vergisst, dass sie einen sprechenden Mini-King Kong mit vier Zähnen gesehen hat. Also zieht sich das wohl bis in die nächste Woche rein. Mir fällt auf, dass du eine Menge Zeit mit Reparaturen verbringst, Willy. Nur weil du eine Menge Zeit damit verbringst, alles kaputt zu machen, Alf. Schön, dass sich unsere Hobbys so prima ergänzen. Hm. Musst du hier so rumtigern? Mach ich nur, weil ich mich langweile. Ich stehe jetzt schon fast einen Monat unter Hausarrest. Es waren nur zwei Tage, Alf. Und wieso habe ich dann 30 Kerben ins Treppengeländer geschnitten? Du bist eben ein Vandale. Seht mal, was ich gefunden habe. Ein Bild von Alf. Hm? Lass mal sehen. Halten Sie Ausschau nach diesem abscheulich aussehenden Weltraumwesen. Also das hat derselbe erfunden, der die Lüge in die Welt gesetzt hat, dass Katzen zum Fressen zu schön sind. Es hängt an allen Telefonmasten. Nein, das ist ja schrecklich. Ja, das Bild ist schlecht. Es hat keinerlei Ähnlichkeit mit mir. Wenn ich so große Ohren hätte, könnte ich ohne Kopfhörer funken. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, Brian, geh alle Telefonmasten ab und radier die Ohren weg. Ich wiederhole, radiere die Ohren weg. Okay, dann mache ich auch gleich die Nase größer. Oh, guten Tag, Mr. Ogmonic. Hi, Brian. Wo ist dein Vater? Er ist in der Garage, und zwar ganz allein. Ich hab dich gut verstanden. Vielen Dank. Los, versteck dich. Nein, Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Es ist weit, weit besser, als sich zu verstecken. Ich bin weit, weit unter der Werkbank. Hallo, Trevor. Was gibt's denn? Wegen Rackle. Sie treibt mich zum Wahnsinn. Als Neuestes hat sie jetzt schon eine Skulptur von diesem Wesen aus Kartoffelbrei gemacht. Sie ist ja völlig durchgedreht. Also bitte, ja? Ich bin immerhin mit der Frau verheiratet. Ja, Entschuldigung. Sie hat eine ausschweifende Fantasie, das ist alles. Sie denkt auch, dass einer von euch jeden Morgen einen Schluck Milch aus unserer Flasche trinkt. Sie macht uns zum Gespött in der ganzen Nachbarschaft. Ich sage es nicht gern, Willy. Aber ich glaube, sie spinnt. Trevor? Trevor! Was denn, meine Hefe? Es kam gerade ein Anruf von der Lenny Scott Show. Lenny will mich interviewen, heute im Abendprogramm. Oh nein, nicht Lenny Scott. Wer ist Lenny Scott? Er macht eine Talkshow.
Da sind alle möglichen komischen Spinner drin. Er macht sich über sie lustig und macht sie lächerlich. Es kommt nicht darauf an, ob sich einer über dich lustig macht, solange du nur die Wahrheit sagst. Schon gut, Hefeklößchen. Ich kann es nur nicht mit ansehen, dass du die Sache in der ganzen Stadt breit trittst. Die Wahrheit muss heraus und endlich ist da jemand, der sie von mir hören will. Ich nicht. Ich auch nicht. Rachel, ich flehe dich an. Tu's nicht! Der Name Okmanek hatte immer einen guten Klang. Doch sein Flehen findet kein Gehör. Rachel nimmt an der Lenny Scott Show teil. Und während sie, die Skulptur aus Kartoffelbrei auf den Knien, im Sender auf ihren Auftritt wartet, sitzen die Tenners zu Hause nervös vor dem Fernseher. Sie waren schon 57 Mal reinkarniert? Ich glaube, Sie versuchen, Shirley MacLays Rekord zu brechen. Ist ja toll. Ist Rachel schon dran? Nein, Lenny spricht immer noch mit der fetten Dame. So, so. Sie waren also in Ihrem früheren Leben eine Amazone, ja? Wie hat Ihr Pferd das nur ertragen? Auf der Skala der miesen Typen gehört der Kerl ganz nach oben. Ja, irgendwo zwischen Blutegel und Hai. Wir nehmen jetzt Ihre Anrufe entgegen. Sie sind auf Sendung. Armer Alf, ist euch klar, dass noch heute Abend Tausende von Leuten kommen und nach ihm suchen werden? Hoffentlich holen sie uns Alf nicht weg. Na, hoffentlich hoffst du das nicht als Einziger hier. Wie kannst du in so einem Moment Popcorn in dich reinstopfen? Die Kartoffelchips sind alle. Wenn ich schon bei XY ungelöst die Hauptrolle spiele, will ich wenigstens knabbern. Da ist sie. Unser nächster Gast ist Rachel Ouch My Neck. Vielen Dank. Mein Name spricht sich Okmanek. Naja, ich nenne sie einfach Rachel. Also, was ist Ihre Geschichte, Rachel? Das ist schnell erzählt. Ich habe das hier im Garten meiner Nachbarn gesehen. Sie sahen einen Haufen Kartoffelpüree? Hey, das soll ich sein? Sehr plump nachempfunden. Nein, das ist ein Modell von dem Außerirdischen, den ich gesehen habe. Wohl ein Bewohner vom Knolleplaneten. Ich weiß nicht, von welchem Planeten er gekommen ist, aber er hat Spanisch gesprochen. Buenas tardes, Raquel. Oh, buenas tardes, Raquel. Stammt wohl aus dem südlichen Teil des Universums. Also, das klingt ja schon fast nach einer Intimbegegnung mit diesem Außerirdischen. Tolle Show, was? Nein, er ist einfach gemein zu ihr. Wirklich? Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Du vielleicht, Brian? Ja. Nun, wenn ihr mich fragt, ich finde den Burschen ganz witzig. Hey, sehen Sie mal, wer da ist. Tja, es ist Mr. Kuckuck und er wählt Sie zu seiner Partnerin. Nennen Sie mich etwa Kuckuck? Da müssen Sie ihn fragen. Nennen Sie die Dame Kuckuck, Mr. Kuckuck? Ihr habt recht, er ist mies. Ich verschwinde. Wo willst du hin? In die Küche. Ich mache ein Protestessen statt Hungerstreik. Zuerst stürze ich mich auf die Schokoladentorte und dann mache ich mich über die Käseplatte her. Sagen Sie uns, Rachel, haben Sie irgendwelche handfesten Beweise für das, was Sie gesehen haben? Bilder, Fußspuren, vielleicht ein spanisches Wörterbuch. Bloß das. Hat er ein Ei gelegt? Nein, nein! Das Ding hat reingebissen in diese Avocado. Hier sehen Sie. Oh nein, es ist eine Invasion der Avocado-Fresser. Oh, da. Ich glaube, dass es sich nur über mich lustig macht. Und ich glaube, ich nehme jetzt den ersten Anruf entgegen. Buenas tardes. Lach über dich selbst. Ich kann nur sagen, dass Mrs. Okmanek genau weiß, wovon sie spricht. Mitte Nacht kommen Sie aus Ihren Löchern. Außerirdische existieren. Sie haben diesen Planeten schon öfter besucht. Obwohl man hier mit dem Trinkwasser sehr vorsichtig sein muss. Diese Stimme. Kommt euch die nicht irgendwie bekannt vor? Oh, Leute, ich glaube, ein UFO ist im Anflug. Ein unidentifiziertes, flockiges Objekt. Hören Sie, bei flockig denke ich zuerst an Ihre Haare. Tragen Sie ein Toupet oder sprühen Sie Polyester drüber? Es ist Alf. Er ist es. Hallo! Hallo! Der Kerl hat einfach aufgelegt. Alf, was ist in dich gefahren, so etwas zu machen? Na hör mal, irgendjemand muss doch Mrs. Okmoneks Ehre verteidigen.
Ist dir denn nicht klar, was für ein Risiko du mit so etwas eingehst? Die Sache drohte außer Kontrolle zu geraten. Ich wollte so etwas sein wie die Stimme der Vernunft. Es ging daneben, Alf. Sie haben dich zum Kuckuck der Woche gewählt. Welche Ehre! Wo gehst du denn mit Eidechse hin? In einen Science-Fiction-Film. Es geht um einen Kerl, der ganz klein wird und dann wird er in einen anderen Typen injiziert. Das ist gar keine Zukunftsmusik. Ein Freund von mir hat das mal gemacht. Aber der Kleine hat sich verlaufen und ist in der Nase von dem anderen stecken geblieben. Alf! Was denn? Das Schönste kommt noch. Als er wieder rauskam, sah er ganz schön popelig aus. Jetzt ist aber Schluss. Tag, Daddy. Hallo, Liebling. Hallo, Kreuzberg. Hast du gute Nachrichten? Naja, die gute Nachricht ist, ich glaube, du bist in Sicherheit. Trevor geht rum und nimmt überall deine Steckbriefe ab. Der Sturm hat sich gelegt, ihr findet mich am Strand. Alf! Ich leide unter Sonnenmangel. Du bleibst schön zu Hause. Gibt's auch schlechte Nachrichten? Rachel, die arme Frau, sie hat sich die Sache so zu Herzen genommen, dass sie mit niemandem sprechen will. Sie sitzt dauernd nur vor ihrem Fernseher und starrt auf die Mattscheibe. Wie wird Trevor damit fertig? Nicht besonders gut. Er sagt, er macht erstmal einen langen Spaziergang, um seine Gefühle zu analysieren. Und wenn er damit fertig ist, will er Bowling spielen. Du meinst, wir können nichts für Mrs. Ogmanick tun? Ich werde rübergehen und mit ihr reden. Bravo, Sportsfreund. Wirklich clever. Aber irgendwas muss ich unternehmen. Die Frau ist doch nur meinetwegen so durcheinander. Ich fürchte, da hast du recht. Sie glaubt schon, sie hat den Verstand verloren. Aber ich existiere doch. Der Weise sagt, ich kränke, folglich bin ich. Du sollst nicht kränken, sondern denken. Also ich weiß nicht, Schatz. Sprich mit ihr, hab Geduld mit ihr. Überzeuge sie, dass sie keinen Außerirdischen gesehen hat. Wie soll das funktionieren? Ich bin nun mal unvergesslich. Na. Aber Spaß beiseite. So schadenfroh Alf auch sein kann, dass Rackle wirklich leidet, will er nicht. Und so lässt er sich etwas ganz Raffiniertes einfallen, um sie zu beruhigen. Im Keller der Tenners setzt er sich mit einem Mikrofon vor seine Filmkamera und verbindet das Kabel mit der Antenne von Rackles Fernseher. Okay, die Alf-Rundfunk- und Fernsehgesellschaft geht jetzt auf Sendung. Ich grüße dich, Erdenweib. Hey, Rackle, kannst du mich hören? Was ist denn jetzt los? Keine Aufregung. Ich bin der Außerirdische, den du gesehen hast. Du erinnerst dich an mich? Ich bin dein Mr. Knollenkopf. Oh nein, er ist überall. Nur mit der Ruhe, nur mit der Ruhe. Wesen aus dem All gibt es nicht. Jedermann weiß das. Wir existieren wirklich. Ich mach das hier nur, um dir zu beweisen, dass dein Verstand noch auf allen drei Zylindern läuft. Nein, oh bitte, tu mir das nicht an. Ich fange gerade wieder damit an, ein normales Leben zu leben. Was nennst du eigentlich normal? Den ganzen Tag im Bademantel rumzusetzen? Wo bist du? Ach, ich bin draußen im All. Weit, weit im All. Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Oh, ein Meteorenregen. Was willst du von mir? Rackal, ich will, dass du deinen Glauben und deine Vorstellungskraft zurückgewinnst. Und deine mädchenhafte Lebenslust. Ach ja, und du solltest Stunden bei einem Bildhauer nehmen. Alf, was machst du denn da? Oh, bitte trennen Sie nicht an Ihrem Apparat. Wir haben hier irgendwelche technischen Störungen. Alf, du machst die Sache immer nur noch schlimmer. Au contraire. Ich versuche, sie in Ordnung zu bringen. Und jetzt gib mir noch eine Chance. Mit wem sprichst du denn da? Mit meinem Team. Geht mir aus den Augen, ihr Weltraumdackel. Dackel? Willi, wenn sie euch sieht, ist alles im Eimer. Wir sind wieder da. Wo seid ihr denn gewesen? Ach, Rekker, hör mir gut zu. Es ist sehr wichtig für dich. Es gibt viele Dinge in diesem Universum, die du gar nicht verstehen sollst. Aber deshalb existieren sie doch. Ich bin wirklich. Und ob es dir die Menschen glauben oder nicht, du weißt, dass ich existiere. Ich danke dir. Ich möchte dich gerne etwas fragen. Warum hast du all diese Sachen auf dem Kopf?
Das gehört zu den Dingen, die du lieber nicht verstehen solltest. Aber da ist noch etwas. Du solltest immer ein paar Kürbiskuchen auf die hintere Veranda stellen. Und zwar einmal die Woche. Und frage dich bitte nie, warum sie verschwinden. Zweimal die Woche. Oh, einverstanden, das mache ich. Braves Mädchen. Ach, und dann fällt mir auf, dass du keine Katze hast. Ändere das. Ja, jetzt muss ich gehen. Also ich wünsche dir ein langes, glückliches Leben. Möge die Streitmacht mit dir sein. Ruf die Tenners an und sag ihnen, der Tag wäre gerettet. Ach ja, und vergiss den Kürbiskuchen nicht. Leb wohl. Oh, vielen Dank. Oh. Vielen Dank, wer immer du bist. Alf? Ich weiß. Ich habe es wieder gemacht. Und ich hätte es nicht tun sollen. Aber ich habe zuerst gedacht und dann erst gesprochen. Nein, genau gesagt habe ich zuerst gesprochen und dann erst gedacht. Was du getan hast, war... Du hast was sehr Nettes für Rackel getan, das muss man sagen. Ja, es war nett. Wir sind stolz auf dich. Ja? Ja, ich bin ein toller Typ. Ich meine, könnte ja sein, vielleicht kriege ich den Friedensnobelpreis. Würde sich doch ganz hübsch auf unserem Kamin machen. Oh, ich weiß nicht, ob da noch Platz ist. Dir wurde doch schon der Kuckuck der Woche verliehen. Schon gut, ich verzichte. Ah ja, kommen Sie doch rein, Trevor. Wie geht es Rackel? Reagiert sie wieder normal? Sie sagt, ein Wesen aus dem All hätte über den Fernseher mit ihr gesprochen und ihr gesagt, sie soll Bildhauerstunden nehmen. Nennen Sie das normal? Oh. Aber wenigstens ist sie glücklich. Football, da sehe ich zu, wenn's recht ist. Oh, Alf, als wir das letzte Mal zusammen Football gesehen haben, hast du die ganze Zeit gerülpst. Hey, auf diese Art haben wir auf Melmark applaudiert. Hey, gut gehalten. Keinen weiteren Applaus, bitte. Na gut, dann werde ich eben klatschen. Daddy, ich möchte ein bisschen üben. Machst du mit? Oh, ja, warum nicht? Die machen sowieso gleich Pause. Kann ich bei euch mitspielen? Aber ja, komm, Kate, wir spielen alle zusammen. Ich passe. Nein, die Pässe spiele ich. Ich meine, ich spiele nicht mit. Warum? Nur weil ich die Pässe spielen will? Ich habe gesagt, keinen Applaus. Das war auch keiner. Das war das Kräuterbier. Fußballspielen mit Alf. Dazu gehört schon eine ordentliche Portion Mut. Die Tenners sind zwar einiges gewöhnt, aber diesmal hat Kate doch gut daran getan, sich aus der Sache rauszuhalten. Das ging aber schnell. Was war denn mit eurem Footballspiel? Das Spiel wurde wegen Alf abgeblasen. Ja, zuerst setzte er sich auf die Seitenlinie und spuckte in seinen Helm. Und dann hat er gesagt, wir würden nicht richtig spielen. Ja, er hat Brian veranlasst, einen sehr komplizierten Pass zu spielen. Dann sollte er links ausbrechen, sich durchquetschen, auf- und niederhüpfen, unter die Verkleidung gehen. Und ein Loch graben? Ja, ein Loch, genau. Und da sollte er übers Wochenende bleiben. Und noch Hokuspokus machen und mich um mich selber drehen. Ja, immer im Kreis rum. Hm? Damit verunsichert er das ganze Team. Also sehen wir uns lieber das Spiel im Fernsehen an. Bestimmt kein schlechteres Training als das eben. Los, los, aufpassen, Willi, Abwehrtraining! Nein, nein! Achtung, Schuss! Was klärt denn da? War das kein Punkt? Nein. Mein Geschirr hat den Angriff geistesgegenwärtig abgewehrt. Was erwartest du, wenn du deine Teller im Schussfeld stapelst? Der bleibt draußen! Hey, hey, nicht so wild! Du ruinierst unseren Rasen! Toll. Was gibt's denn zum Nachtisch?
Wart es ab, der Nachtisch kommt erst, wenn alles andere serviert wurde. Alles andere wurde bereits serviert. Das war alles? Solche Mika-Portionen? Und dafür mache ich mir auch noch Appetit mit Footballspielen? Mit wem hast du denn gespielt? Er hat mit sich allein gespielt. Und ich habe gewonnen. In der Verlängerung. Du hast hoffentlich nicht meine Blumenbeete zertrampelt. Nur keine Sorge. Ich bin auf Zehenspitzen durch deine Tulpen gegangen. Zeig mal deine Füße. Hä? Füße. Du bist auf Zehenspitzen durch meine Tulpen, aber meine Maßliebchen hast du plattgewalzt. Die blühen sowieso nicht lange. Dafür stehen deine Hyazinthen noch zum großen Teil. Du bist dran. Ich mache auf. Ich mache auf. Vielen Dank, Lynn. Also, wo waren wir, Alf? Du hast mir irgendwie den Eindruck vermittelt, du wolltest mir eine Fußmassage machen. Guten Tag, Mrs. Ogmanek. Hallo, Lynn. Ich würde sehr gerne mit deinen Eltern sprechen. Ja. Mami? Daddy? Ist das unser Football? Mit Sicherheit gehört er nicht mir. Hallo, Reckl. Hallo. Stimmt irgendwas nicht? Wissen Sie, wie dieser Football in unseren Garten gekommen ist? Eigentlich nicht. Brian hat damit gespielt. Möglicherweise hat er ihn über den Zaun gekickt, ja. Er ging durch unsere Fensterscheibe. Und es tut mir aber leid. Ich werde den Schaden natürlich bezahlen. Es war das große Panoramafenster. Ich hol dein Scheckbuch. Oh nein, das ist nicht nötig. Schicken Sie uns einfach die Rechnung, bitte. Gut, aber bitte sprechen Sie mit Brian. Kriminelles Verhalten muss im Keim erstickt werden. Kriminelles Verhalten? Wer heute eine Scheibe einschmeißt, überfällt vielleicht schon morgen eine Bank. Brian als Bankräuber? Al Capone war ein braver Junge, bis er bei meinem Großvater eine Scheibe zerstörte. Genau gesagt hat er meinen Großvater dadurch gestoßen, aber das Ergebnis war dasselbe. Alf! Ja? Komm mal her! Null Problemo! Kate, es tut mir sehr leid um deine Blumen. Bitte nimm diese an, zusammen mit meiner Entschuldigung. Sie riechen wie seine Füße. Ich habe sie in Lysol gewaschen. Alf, wo ist unser Football? Hinter deinem Rücken. Reckl sagt, er hat ihr Fenster zerstört. Ach, das ist doch lächerlich. Ein Football zerstört keine Fenster. Die Menschen machen das. Und Außerirdische. Ich? Glaubt ihr, dass ich etwas zerstöre? Du hast mein Kaffeegeschirr zerschlagen, als du den Ball durchs Fenster geschossen hast. Oh ja, das ist natürlich ein Argument. Ach. Alf, wie kam dieser Football in Ogmoniks Garten? Nun, da hätte ich eine Theorie. Bitte lass hören. Es war so, ich stand in der Nähe des Zaunes und hab den Ball leicht getreten. Er ging sanft in die Luft, aber er kam leider nicht wieder runter. Und was ist deine Theorie? Sie geht in Richtung Einstein, das Versagen der Schwerkraft. Die Schwerkraft hat funktioniert, und zwar drüben bei den Ogmoniks, denn da krachte der Ball durchs Fenster. Also es fällt mir schwer, das zu glauben, denn wenn ich ein Geräusch gut kenne, dann ist es das Splittern von Glas. Ebenso das Splittern von Geschirr oder das Splittern von Keramik und von Elektrogeräten. Die Geräusche sind auch wohl klar. Dad, wir haben keinen Beweis, dass Alf die Scheibe zerbrochen hat. Vielen Dank, Lynn. Oh, vielleicht ist sie es sogar gewesen. Danke auch. Es könnte noch eine andere Erklärung geben. Aber ja doch, eine ganze Reihe von Erklärungen. Nenn mir eine. Also dann Erklärung 1. Die Ogmoniks haben sich France Gall zum Tee eingeladen. Die singt das hohe Ela, Ela und Peng, schon ist die Scheibe hin. Und hier die Erklärung 2. Siegfried und Roy, die Illusionisten, lassen Trevor versehentlich im Wohnzimmer schweben und peng. Hör sofort auf damit! Aber ich habe noch ein Dutzend weitere. Obwohl, die letzten sind vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Also dann Erklärung 3. Was hat denn Alf wieder angestellt? Gar nichts. Irgendjemand hat das Fenster von Ogmoniks kaputt gemacht und wir wollen rausfinden, wer es war. Sag mal, du warst es doch nicht, oder? Nein. Brian, Schatz, es ist sehr, sehr wichtig. Hey, wenn der Kleine sagt, er war's nicht, dann war er's nicht. Musst du gleich die Daumenschrauben anlegen? Gut. Wenn er's auch nicht war, bleibst du der Spitzenkandidat. Brian, Schatz, es ist sehr, sehr wichtig. Hast du die Scheibe kaputt gemacht? Nein. Tja, wer kann das bloß gewesen sein? Ich wüsste schon, wer. Du. Oder France Gall. Vergiss die hohe Ella nicht. Na schön.
Du hast Fernsehverbot für einen Monat. Richtig. Wieso? Was habe ich denn gemacht? Du kannst doch hier nicht ohne jeden Grund Strafen aussprechen. Ich verlange eine ordentliche Verhandlung. Dafür besteht überhaupt keine Veranlassung. Vergiss es. Also du setzt einfach voraus, ich bin schuldig. Du verurteilst einen unschuldigen Außerirdischen. Daddy, vielleicht sollte er seine Verhandlung bekommen. Wir können nicht sicher sein, dass er es war. Ja, auch mein Lehrer sagt, jeder ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Und er sieht ziemlich unschuldig aus. Er sieht aus, als wartet er auf einen Oscar. Okay, gut. Alf kriegt seine Verhandlung und ich bin der Richter. Nimm's mir nicht übel, Willi, aber ich hätte gerne einen fairen Prozess. Wäre vielleicht Mami ein fairer Richter? Aber ja, gar keine Frage. Ich werde nicht den Richter spielen und es wird auch keine Verhandlung geben. Schau mal, ich kenne meine Rechte. Ich will die Sache vor Gericht haben und damit basta. Wenn ich dann schuldig gesprochen werde, akzeptiere ich einen Monat ohne Fernsehen. Okay. Also, schön und gut. Schilder uns deinen Fall. Jetzt? Ich brauche Zeit zur Vorbereitung. Hören Sie, Mister. Sie persönlich haben doch eine Verhandlung verlangt. Aber ich brauche eine Vorladung und eidesstattliche Erklärungen. Und eine Sekretärin, die diese Wörter buchstabieren kann. Okay. Der Prozess wird auf morgen früh vertagt, nach dem Frühstück. Gut. Wie Sie wünschen, Euer Ehren. Und ich werde Ihr Urteil annehmen und das ist nicht bloß so dahergeredet. Versuch nicht, mich einzuwickeln. Warum sollte ich denn? Ich bin unschuldig. Ich muss dich nicht einwickeln. Aber ich muss dir sagen, deine neue Frisur ist einfach fabelhaft. Mach's halblang. Ich bin halblang. Mach mich nicht größer. Du bist die Größte. Du bist brillant. Sie ist brillant. Ist sie wirklich? Sie ist brillant. Schluss mit der Einwickelei. Besonders, wenn sie etwas dagegen hat. Ich würde doch nicht versuchen, einen Richter einzuwickeln. Ruhe, 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 Ruhe. Die Sitzung des Gerichts hat begonnen. Den Vorsitz führt die ehrenwerte Richter Mami Kate. Vielen Dank, Brian. Das war sehr gut. Wo ist der Angeklagte? Da kommt er schon. Gordon Shumway, alias Alf, in meinem besten Anzug. Hey, du wirst mehr als nur deinen Anzug verlieren, wenn der Fall abgeschlossen ist. Verzeihen Sie die Verspätung, Euer Ehren. Mein Klient musste noch mal auf die Toilette. Musste das unbedingt jetzt sein? Ja, oder es wäre etwas durchgesickert, was eine Missachtung des Gerichts bedeutet hätte. Können wir anfangen, Schätzchen? Einspruch, Euer Ehren. Es wird keine Gerechtigkeit geben, wenn ich Sie, Euer Ehren, nenne und der Anklagevertreter nennt Sie Schätzchen. Das ist für die Sache ohne Belang, Alf. Hm? Vielleicht schließen wir einen Kompromiss. Wir nennen Sie Euer Schatz. Lassen Sie mich hinzufügen. Ihr Kostüm ist allererste Wahl. Gebieterisch irgendwie und doch feminin. Das ist doch lächerlich. Ich bitte aufzunehmen, dass Willi euer Kostüm ins Lächerliche zieht. Willi hat mir das Kostüm geschenkt. Er hat also versucht, den Richter zu bestechen. Willi, vermutlich hast du eine Anklageschrift vorbereitet. Das kann ich mündlich machen. Kurz gesagt, Alf hat die Scheibe zerbrochen. Eine tolle Rede, Herr Staatsanwalt. Ich bin so gut wie verloren. Ha, ha, ha! Alf, ich nehme an, du hast eine Verteidigung vorbereitet. Nur ein kurzer Kommentar. Seit Beginn der Menschheit wurden Unschuldige ungerechtfertigt angeklagt. Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden vertrieben, aufgrund einer unbewiesenen Anschuldigung einen Apfel betreffend. Aber Adam und Eva waren schuldig. Wer sagt das? Der liebe Gott. Also weiter. Ich befasse mich jetzt kurz mit dem Fall Kain gegen Abel. Soll das eine Reise durch die biblische Geschichte werden? Euer Ehren, die Bedeutung dieses Falls verlangt, dass alle Präzedenzfälle angemessen berücksichtigt werden. Wenn das so ist, müssen wir das Mittagessen leider verschieben. Dann fasse ich zusammen. Ich habe dieses Fenster nicht kaputt gemacht. Wir können essen. Ich glaube, es ist besser, wir bringen zuerst die Verhandlung zu Ende. Bitte? Willi, bring bitte deine Beweise vor. Der Fall ist einfach, Euer Ehren. Was wir hier haben, ist ein zerbrochenes Fenster. Und wir haben den Angeklagten mit einer langen, langen Liste leichtsinniger Verhaltensweisen. Beginnend mit dem Tag, als er mit seinem Raumschiff unsere Garage zerstörte. Nennen Sie noch 12 Beispiele. Um das gewünschte Dutzend voll zu machen. Er hat Feuer im Wohnwagen gelegt. Er hat unseren Christbaum zersägt, den Toaster zerstört. Er hat das Bild vernichtet, den Garten verwüstet, den Wagen gestohlen, mein Klavier beerdigt. Damit hat er mich von allem am meisten getroffen. Er hat mich verhaften lassen, unsere Kreditkarten missbraucht, hemmungslos und illegal. Er hat den Fernseher kurzgeschlossen, die Katze terrorisiert und ließ die Küche explodieren. Es ist wohl naheliegend, dass so ein Multitalent sehr wohl diese Tat begangen hat. Er kickte den Football durch Ogmonics Fenster. Brillant! Lass das bitte. Habe ich das alles gemacht? Ich fürchte, ja. Wir sind die Liste letzte Nacht durchgegangen. Wo?
Im Bett? Einspruch, Euer Ehren. Ich brüte die ganze Nacht über Gesetzesbüchern, während Sie im Bett mit diesem Winkeladvokaten Komplotte schmieden. Du verlierst die Kontrolle. Ich dulde auf meinem Berufsstand keinen Makel. Ich würde gern dem Angeklagten ein paar Fragen stellen, wenn es erlaubt ist. Mein Mandant hat nichts zu verbergen. Vielen Dank. Was das zerbrochene Fenster angeht, hast du für die Tatzeit ein Alibi? Nein. Wie du selbst ausgesagt hast, hast du diesen Football in den Garten von Akmonix geschossen. Wie ich ebenfalls ausgesagt habe, gab es dabei keinerlei Geräusch. Wenn ein Fenster zerbricht im stillen Wald und es ist dabei nicht das Geringste zu hören, ist es dann wirklich zerbrochen? Wenn du in der Nähe warst, dann schon. Also, willst du immer noch behaupten, dass Franz Gall die Scheibe zerbrochen hat? Es liegt im Bereich des Möglichen. Es ist nicht möglich. Es ist durchaus möglich. Es ist nicht möglich, weil nämlich Franz Gall an dem fraglichen Tag nicht in der Stadt war. Ich habe es überprüft. Naja, aber weißt du auch, wo Siegfried und Roy waren? Keine weiteren Fragen. War das alles? Das sind Ihre Beweise? Sie sind eine Schande für unseren ganzen Berufsstand. Ach, und du kennst ja nicht mal den Unterschied zwischen Corpus und Delicti. Damit solltest du keine Scherze treiben. Ich rufe in den Zeugenstand. Was ist los? Du ruinierst meine dramatische Pause. Ich wollte gerade einen Überraschungszeugen aufrufen. Entschuldigung. Ich rufe in den Zeugenstand Lynn Tanner. Mich? Das staunt ihr wohl. Wie lange kennen Sie den Angeklagten schon? Ich kenne dich. Ich meine den Angeklagten, etwa ein Jahr. Würden Sie sagen, der Angeklagte hätte irgendwie Ähnlichkeit mit einem Heiligen? Naja, wenn dann höchstens mit St. Bernhard. Der Bernardiner. Ruhe, Rechtsverdreher. Glauben Sie, dass der Angeklagte das Fenster kaputt gemacht hat? Ich glaube nicht. Danke, Sie sind entlassen. Ja, bitte. Als nächsten Zeugen rufe ich auf. Ich muss vorher noch was überprüfen. Brian, komm her. Glaubst du, ich habe das Fenster zerbrochen? Ich weiß nicht. Dann denk drüber nach. Ich rufe Brian Tanner in den Zeugenstand. Das gibt's doch nicht. Er hat ihn bestochen. Es handelt sich lediglich um ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Danke, Alf. Wollen Sie außer ihm noch andere Zeugen benennen? Ja, Euer Ehren. Ich rufe nun Alf selbst in den Zeugenstand. Ich protestiere. Schon in Ordnung. Befragen Sie Ihren Zeugen. Danke sehr. Haben Sie die Fensterscheibe zerbrochen? Nein. Aber Sie wissen ja noch nicht einmal, von welchem Fenster die Rede ist. Na, ich nehme doch an, Sie meinen das Fenster von den Ogmonex. Dann nehmen Sie wohl auch an, dass Sie an der ganzen Sache unschuldig sind. Naja, ich habe mit dem Fall eigentlich bedeuten? Ich gebe der Verhandlung etwas Individualität. Ich möchte nichts mehr hören. Das ist für Sie das Aus. Einspruch, Euer Ehren. Stattgegeben. Logisch. Ich will, dass dieser Fall vom Gericht abgewiesen wird. Wieso? Weil ich ihn sonst verliere. Plädoyers? Alf war's. Nein, er war es nicht. Okay, dann fälle ich jetzt das Urteil. Lassen Sie sich Zeit, Euer Ehren. Wägen Sie die Beweise wieder und wieder gegeneinander ab. Es spielt keine Rolle, ob das Tage dauert. Wochen, Monate können wir auf das Urteil warten. Solange nur der Gerechtigkeit Genüge getan wird und der Spruch lautet nicht schuldig. Ich bin soweit. Was, jetzt schon? Ist es ein gutes oder ein schlechtes Urteil? Schlecht. Schlecht? Schlecht für ihn oder schlecht für mich? Schlecht für dich. Dann möchte ich das Urteil nicht hören. Und bitte, machen Sie mir die Freude und nehmen Sie dieses kleine, kostspielige Abschiedsgeschenk. Nein, vielen Dank. Wie beantragt, verurteile ich dich zu 30 Tagen Fernsehentzug. Schon gut, schon gut. Ich sehe ein, dass ich Unrecht hatte. Ich will keinen Prozess. Thank you.
ist ja sehr traurig, aber du hast diese Verhandlung gewollt. Ja, aber ich wollte der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Und da habe ich mich wohl geirrt. Ich werde für eine Tat bestraft, die ich nicht begangen habe. Du hast das wirklich nicht getan, oder? Nein. Du glaubst mir doch, wenn ich das sage. Natürlich glaube ich dir. Danke. Ich wünschte nur, ich hätte einen besseren Anwalt gehabt. Ach, Alf, ich finde, du hast dich prima gehalten. Du hast dich wirklich sehr gut verteidigt. Würdest du dich von mir verteidigen lassen? Ohne jede Frage. Hallo, Trevor. Hallo, wie geht's, Willy? Können wir was für Sie tun? Eigentlich komme ich, um mit Brian zu sprechen. Sie kommen wegen mir? Was ist passiert? Es geht um das Fenster. Es tut mir sehr leid, du wurdest beschuldigt und ich bin's gewesen. Sie haben es kaputt gemacht? Ja. Weißt du, ich habe euren Football in unserem Garten gefunden. Und da fielen mir die ruhmreichen Tage ein, als ich in der Abwehr gespielt habe. Ich habe 7 Jahre in der Highschool gespielt. Da waren Sie wohl sehr gut. Mhm. Im Sport. Ja. Jedenfalls, ich versuchte zwischen dem Vogelbad und der Sonnenuhr einen Pass zu spielen. Aber der Ball prallte vom Gartenzwerg ab und knallte durch die Scheibe. Aber wieso haben Sie es nicht einfach Rackle gesagt? Ich wollte Ihr Bild von mir nicht zerstören. Sie hält mich doch immer noch für einen Footballhelden. Und da haben Sie gesagt, Brian wäre es gewesen. Nein, nein. Dass man ihn beschuldigt, habe ich erst heute Morgen erfahren. Und dann habe ich gesehen, was er im Bad ans Fenster gesprayt hat. Ich bin unschuldig. Dann habe ich gedacht, ich kläre das doch mal auf. Ich entschuldige mich, mein Kleiner. Schon in Ordnung, mein Großer. Oh, da fällt mir ein, Brian. Unschuldig wird nur mit einem L geschrieben. Vielen Dank. Tja, ein Justizirrtum. Was? Ach, gar nichts. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel Ärger gemacht. Oh, aber gar nicht. Trevor, jetzt ist alles vorbei. Ich finde es richtig nett, dass Ihnen an der Meinung von Reckel immer noch so viel liegt. Naja, wir beide sind eben sehr für das Romantische. Manchmal ziehe ich mein altes Football-Trikot an, Reckel trägt ihr Cheerleader-Kostüm und wir machen ein Fass auf. Ganz wie in alten Zeiten. Reckel hat die Fans angeheizt? Und sie hat immer noch ihre klasse Figur. Ganz im Ernst? Sie tut doch was dafür. Also dann, auf Wiedersehen. Vielen Dank, Trevor. Schön, dass Sie die Sache aufgeklärt haben. Oh, das musste ich wohl. Rackel hat mir nämlich gesagt, dass ihr die Rechnung bezahlen sollt. Oh. Wir könnten sie uns höchstens teilen. Ach, war nur Spaß. Was machen wir jetzt, Willi? Meine letzte offizielle Handlung als Richter ist der Vorschlag, dass wir uns schleunigst bei Alf entschuldigen. Ja, das mache ich. Das mache ich besser für uns alle. Ich war schließlich der Ankläger. Oh. Nein. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Die Sitzung des Gerichts ist eröffnet. Wieder tritt das Gericht zusammen. Diesmal, um Alf, selten genug, von allen Vorwürfen der Zerstörung und der Lüge freizusprechen. Doch so leicht sollen die Tenners nicht davonkommen. Alf ist zwar nicht gerade nachtragend, aber endlich einmal unschuldig gewesen zu sein, diese Situation genießt er in vollen Zügen. Nicht nur das, er nützt sie schamlos aus. Und die Art, wie er das macht, grenzt an Erpressung. Hey Willi, du schuldest mir was. Du hast mich wie einen gewöhnlichen Verbrecher behandelt. Du hast mich fürs ganze Leben gezeichnet. Hast du kein Gefühl für Anstand und Würde? Alf, wie lange willst du diese Schuldnummer noch mit mir abziehen? Na, ich dachte, so kurz bis nach Weihnachten. Denk noch mal nach. Ach, mein Lieber, wenn du schon in die Küche gehst, fragst du mal, wo meine 3 Fernsehmahlzeiten bleiben? Ha, ha, ha! Oh ja, ja!